Im Straßenverkehr gibt es immer wieder gefährliche Situationen. Und um genau davor gerüstet zu sein, durften nun einige Auszubildende aus Betrieben der Kfz-Innungsregion Stuttgart an einem Fahrsicherheitstraining auf dem Verkehrsübungsplatz in Leonberg teilnehmen. Zum einen wollte man die Auszubildende belohnen, weil sie gute Teil-1-Prüfung abgelegt haben. Und zum zweiten, Autos reparieren macht Spaß, aber selber zu fahren macht noch mehr Spaß. Frank Eibel ist Fahrsicherheitstrainer vom ADAC Württemberg und zeigt den jungen Azubis, wie sie am besten reagieren, wenn eine Gefahrensituation wie ein plötzliches Hindernis auftritt. Und es geht im Endeffekt den Leuten mal zu zeigen, wie kann man reagieren oder was muss man machen, wenn eine Gefahrensituation auftritt. Ja, und gerade eben haben wir ja das Auto ins Schleudern gebracht, also und sie waren gefordert, mussten das Auto abfangen. So Situationen hatten sie ja Gott sei Dank noch nie, die Teilnehmer. Wollen wir auch nicht, dass sie in so eine Situation reinkommen. Und man hat ja auch bei den ersten Durchgängen gemerkt, dass es sehr schwer für sie war. Viele haben zu wenig gelenkt, viel zu wenig gelenkt oder auch zu lange sich Zeit gelassen, bis sie überhaupt mal lenken und gesehen, man kann das Auto stabilisieren. Der Verkehrsübungsplatz in Leonberg bietet dabei beste Bedingungen, um verschiedene Gefahrensituationen zu üben. Klar, wenn man hier zuschaut, man sieht, warum wir diese Anlage betreiben. Es ist erstaunlich, welche Lernfortschritte auch in so relativ kurzer Zeit schon gemacht werden. Dank unserer tollen Trainer natürlich, aber auch dank der tollen Anlage. Gut, das Besondere an dieser Anlage, wenn ich das noch ergänzen soll, ist natürlich die Lage auch am Rande der alten Solitude-Rennstrecke. Das ist natürlich, hat noch was Besonderes, aber das ist nur was für Motorsportler und nicht für die Leute, die hierher kommen, um besser und sicherer zu fahren. Es geht auch darum, sein Fahrzeug bewusst an seine Grenzen zu bringen. Und wie geht es den Azubis? Wenn da mal so eine Situation kommt, ich denke, man ist auf jeden Fall vorbereiteter. Man weiß, wie man handelt, man hat es schon mal erlebt und man ist nicht so überfordert. Das hat man auch gemerkt, beim ersten Durchlauf war man sich noch nicht so sicher und jetzt beim letzten Mal hat man schon so eine Routine. Ja. Ja, eigentlich ganz interessant, wenn das Auto einfach so wegrutscht und man so ganz schnell gegenlenken muss und man schafft es nicht. Und wenn dann auch das Wasser hochkommt, man sieht nichts mehr, dann verliert man die Orientierung. Aber es ist schon interessant, auch für den realen Ablauf auf der Straße. So wünschen wir allzeit gute Fahrt und hoffen, dass das Gelernte nie genutzt werden muss.